Heute haben wir ein Auto für euch, das für viele der Young oder der Oldtimer ist. Deswegen das Auto, das ihr wahrscheinlich schon dutzende Male gesehen habt. Quasi in jedem Car Ranger Video gibt es diesen 1991er Mercedes 190 E2 3 Liter. Und den haben wir deswegen da, weil das so der Inbegriff von einem Young und Oldtimer ist. Der ist halbwegs erschwinglich, hat die guten alten Mercedes-Tugenden und noch viel mehr zu bieten. Und deswegen werfen wir heute mal einen Blick auf diesen 1991er 190e. Und wie der von außen aussieht, seht ihr jetzt mal so eine Sekunde. Willkommen bei Car Ranger. Wir sind euer Kanal für ganz alte Autos, Old- und Youngtimer und auch neue Fahrzeuge und zeigen euch so die Richtung des Automobils. Und ja, deswegen ist das hier ein Auto, was ganz viele von euch interessiert, weil das ist dieser erschwingliche Youngtimer, den sich viele angezogen fühlen. Und auf den werfen wir heute mal einen Blick. Wer auch die ganzen anderen Autos sehen will, natürlich abonniert, bleibt dran, damit wir euch noch viel, viel mehr von sowas zeigen können. Und ja, deswegen, wir fangen bei der Optik an, gehen dann zum Innenraum der Technik, fahren eine Runde und am Ende gibt es einen Score. Und die Geschichte von dem Auto ist schon sehr spannend. Das geht nämlich eigentlich in den 70er Jahren los. Gebaut wurde eigentlich 82 bis 93. In den 70ern dachte man sich, wir müssen die Mercedes-Tugenden in ein kleineres Auto transportieren. Dieses Auto hatte die Ambition, günstig oder so zu sein. Es ist jetzt nicht wie bei einer A-Klasse, dass man wirklich viele Menschen erreichen muss, sondern sagen, wir wollen das, was eine S-Klasse kann, auch irgendwo ein bisschen nahbarer machen. Und deswegen ist es für viele der Baby-Benz gewesen. Und man könnte jetzt auch diese ewige Diskussion anfangen, ist der W201 die erste C-Klasse oder nicht? Die eine Hälfte der Leute sagt, nein, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Das ist ein 190er, und 190er ist ein 190er, genauso wie ein 124er und 124er und keine E-Klasse ist. Die anderen sagen, naja, aber hätte es dieses Auto nicht gegeben und hätte man nicht knapp 1,9 Millionen Stück von diesem Ding verkauft. Und wir reden davon, es gibt Limousinen. Keine Kombis oder so, sondern nur von der Limousine. 1,9 Millionen Stück. Dann hätte es auch nie eine C-Klasse danach gegeben. Aber ikonisch ist auf jeden Fall dieses typische Mercedes-Gesicht, was dann auch die Generationen danach so ein bisschen geprägt hat. Also sowohl die erste C-Klasse, die gekommen ist, hat sehr viel von der Form beibehalten, als natürlich, was zum Beispiel dann die S-Klasse, der 140er, der gekommen ist. Sehr viel sieht man da an ähnlichen Elementen. Ganz typisch natürlich von Mercedes aus der Zeit die sogenannten Sacco-Bretter. Da muss man jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt mehrere Modellfliegen. Es gibt eine 1988 und auch eine 91er mit dazu. Und die sind dann im Laufe der Zeit so ein kleines bisschen präsenter mit geworden. Und jetzt, glaube ich, haben wir gleich ein kleines Problem. Wir haben unser Problem gelöst und diese Sacco-Bretter sind für den einen oder anderen das auch zum Problem geworden. Weil wenn wir uns 190er anschauen oder allgemein Mercedes aus der Zeit, wobei das auch schon wieder schwierig ist, weil es geht eigentlich bei allen Autos aus der Zeit, ist natürlich Rost ein Thema. Und sobald man an Türen immer so diese aufgesetzten Elemente hat, muss man natürlich schauen, wie ist das alles miteinander verbunden, steht irgendwo mal Wasser und Co. Aber an sich dieses Gradlinige, man muss auch bedenken, Volvo hat zum Beispiel später diese Schulter gebracht. Man hat auch hier so eine Art Schulter, die so ein bisschen wegsteht und dann noch eine zweite Kante, um das Licht mitzunehmen. Das finde ich sehr cool. Und man muss halt immer bedenken, man hat die Bilder aus der DTM eigentlich vor Augen, wie man damals unterwegs gewesen ist. Ja, mit riesen Spoilern und Evos, die man heutzutage nicht bezahlen kann. Aber der 190er hat es einfach geschafft, da vorwärts zu kommen. Das musste man auch. Denn er ist am Anfang rausgekommen und hat gesagt, das hier ist der neue kleine Mercedes, der aufgrund seiner 5-Länder-Hinterachse doch wie ein großer Mercedes fährt. Und die Preise waren so hoch, dass zum Teil ein 123er, also das, was man mit einer E-Klasse vergleichen kann, billiger gewesen wäre als der. Das heißt, da musste man mit großen Motoren, Marketing und Co. ein bisschen aufholen, um am Ende so viel zu verkaufen. Ganz interessant finde ich dieses Material. Das ist also eine Art eloxiert und das kann man auch bei späteren Mercedes-Modellen sehen. Und ich habe mich immer gefragt, wie heißt dieser Farbton? Das ist Hämatit.
Jetzt kann man überlegen, wer oder was ist denn Hämatit? Da immer wenn ein Autohersteller einen Farbton haben will und ihm fällt nicht ein, wie man ihn nennen könnte, muss man auf ein Gestein zurückgreifen. BMW verkauft im Moment zum Beispiel eine Lackierung. Die haben gesagt, wir wollen ein Grau haben, aber wir wollen Goldelemente drin. Wir nennen es Dravidgrau. Einfach um den Dravid als Stein zu nehmen. Und hier hat man halt den Hämatit genommen. Endlich haben wir das Rätsel aufgeklärt. Hinten genauso kantig wie vorne. Sehr ikonisch dann natürlich die Rückleuchten. Und ich muss auch sagen, der Kofferraum. Das ist so ein typisches 80er-Jahre-Autoelement. Auf der einen Seite sind es 410 Liter, also mehr als genug vom Volumen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, was ist das für eine Ladekante? Das würde sich heutzutage kein Hersteller mehr trauen. Hat aus meiner Sicht aber einen riesen Vorteil. Dadurch, dass der Heckdeckel so weit nach vorne klappt, kann ich eigentlich alles von oben hier, solange es durch diese Öffnung geht, kann ich es quasi durchfallen lassen. Und es ist von der Nutzbarkeit dadurch ganz gut. Ich kann halt keine Rückbank umlegen. Dahinter ist direkt der Tank. Kann dafür aber wirklich direkt, also hier hinter ist schon direkt das Blech. Ich habe wirklich die komplette Breite, die auch nutzbar ist. Und Breite ist ein gutes Stichwort, weil, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da vorne steht ein Polo. Und bei den neueren Polos habe ich immer gesagt, Autos werden zu breit. Warum? Weil der Polo da vorne breiter ist als der Baby-Benz. Und das muss man halt immer bedenken. So ein 190er ist nur 1,69 Meter breit bei seinen etwas über 4,40 Meter Länge. Aber er ist am Ende ein sehr, sehr schmales Auto. Und deswegen würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal rein und ich zeige euch auch, warum er ein Nicht-Mercedes-Element hat. Einfach nur, weil er sehr schmal ist. Farblich ist das natürlich ein absoluter Traum, denn wir haben Braun mit Braun und Braun. Das heißt, ich sehe auch hier hinten so eine braune Einstiegsleiste und dahinter auch unten die Teppiche, alles in diesem schicken Braun gehalten. Und Tim, wenn ich jetzt hier einsteige, was für ein Element gibt es, was bei einem Mercedes nicht da sein sollte? Nicht da sein darf. Mhm. Handbremse in der Mitte. Clever. Wir erfüllen hier unseren Bildungsauftrag. Normalerweise hätte man immer hier eine Feststellbremse irgendwo, die ich mit dem Fuß betätigen kann. Der 90er ist aber so eng und auch der Fußraum hier ist, also er ist jetzt nicht unangenehm enger, man hat sich halt bei Mercedes überlegt, ja Moment, also da ist noch eine Feststellbremse mit hin, das wird zu viel des Guten. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz klassische Handbremse hier in der Mitte. Und farblich, ich glaube, selbst den Filz hier haben sie braun gemacht. Dann hat man hier diesen Stoff. Das finde ich schon sehr cool. Allgemein Zustand von dem Auto einfach traumhaft. 95.000 Kilometer hat er jetzt gelaufen. Und es ist halt ein 2,3 Liter 190er. Das ist echt eine coole Sache. Und damals warst du wer, wenn du sowas gefahren bist. Das ist halt ein Porträt der damaligen Zeit, weil du hast dir einen Mercedes kaufen können, dann sogar noch mit dem 2,3 Liter. Das ist nicht wie heute, dass die Leute durch die Ausstattungsliste gehen, alles ankreuzen, die Leasingrate geht nach oben und es ist gefühlt egal. Autos damals, die wurden gekauft, vielleicht noch finanziert oder ähnliches. Das bedeutet auch, die meisten 90er sind von der Ausstattung her dann eher, sagen wir mal, karg unterwegs. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel in der Mitte schaue, wo ich 1000 Täbelchen erwarten würde, ich habe also eine Spiegelverstellung für die Beifahrerseite, weil an den Fahrer komme ich ja ran. Und ich habe hier diese Tonverteilung und meinen Warnblinker. Fertig. Dann habe ich in dem Fall hier noch ein Becker Europa 2000, sehr futuristisch damals. Hier die einzelnen Kassettenpositionen und wir haben eine sehr beliebte Position hier. Das Auto hat nicht mal ein Kennzeichen, was gerade vorbeigefahren ist. Drüber dann die Lüftung bzw. Heizung. Also du hast die Wahl zwischen warm, wärmer, wärmer, wärmer und sieden, sieden, sieden. Drüber dann die Lüftungsdüsen und dann sind wir auch beim Kombi-Instrument. Das ist alles super intuitiv, schlicht und einfach. Und das sind ja auch irgendwo so diese Werte, die man damals haben wollte. Alles ist funktional, ich komme damit gut zurecht. Ich habe sogar noch eine analoge Uhr. Ich habe auch sowas wie Öldruck, habe also sehr viele Informationen mit. Kriege auch hier gesagt, bis wohin meine einzelnen Gänge wieder gehen. Und wir sehen, wir haben hier einen Handschalter. Ganz normales Haarschema, also der erste Gang ist vorne links. Ich weiß, es gibt dann auch 16V-Modelle und Evo-Modelle, wo man dieses Sportgetriebe hat, wo der erste Gang unten links liegt. Das hat man beim normalen 2-3er nicht, dieses Problem, sich da umgewöhnen zu müssen. Wir sehen auch, wir haben ganz normale, klassische Fensterheber. Ich habe jetzt nicht irgendwie was Elektrisches hier, sondern damals, man war einfach froh, einen Mercedes zu fahren und diese Farben und diese Materialgüte zu bekommen, das war halt das, wofür man damals unterwegs war. Hier Mittelarmlehne, so jetzt muss ich mal gucken, dass ich den
Knopf erwische. Das ist natürlich schon echt cool. Also erstens, dass ich eine habe und dann, wie schön das einfach zusammenpasst. Und wenn du diesen Stoff auch mal anschaust, wir müssen bedenken, das Auto ist deutlich über 30 Jahre alt und wir haben da einfach keine Ermüdungserscheinungen irgendwo. Das ist ganz gut. Und das Holz, das müsste aufgrund der Streifen wahrscheinlich dann sogar das Zebrano-Holz sein. Das macht schon was her. Und ich weiß, ihr wollt es alle wissen. Hier wäre dann der Ascher. Und den muss man eigentlich schon mal zeigen. Also Tim, das ist ja ein unbenutzter, ganz jungfräuliger Ascher, den wir hier sehen. Gut. Wichtig damals noch, dass man ein Airbag-Lenkrad bekommen hat. Das ist auch was, wo ich sagen muss, hier hat jemand sich das sehr interessant von der Ausstattung her auch zusammengestellt. Wir haben noch dieses schöne Schiebedach, wir haben ein Airbag-Lenkrad, aber sowas wie elektrische Fensterheber, ach, da kann man doch auch noch gut verzichten. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach hinten. Das heißt, ich bin jetzt in der Position, so könnte ich hier ganz bequem unterwegs sein. Oder ist dir vorne noch was Erwähnenswertes aufgefallen, Tim? Nur, dass das Holz unglaublich schön ist. Oh, das ist da im Mund. So. Außenlänge ist, wie gesagt, so bei 4,45 sowas in dem Dreh. Das heißt, die C-Klasse heutzutage ist 20 cm länger. Das merkt man zum Beispiel auch hier. Das heißt, meine Beine sind ideal hier in dieser Ausformung drin. Auch nach oben habe ich einen Finger noch über meinem Kopf. Das heißt, zweimal 1,84 hintereinander ist so das Maximum, was geht. Aber ich muss sagen, das wäre jetzt okay für eine Reise. Es ist nicht zu eng. Es ist halt nur enger als das, was ich heute in der Klasse bekomme. Ich habe auch in den Türen keine Ablagefächer. Ich habe auch keine Lüftungsdüsen. Ich habe hier hinten eigentlich nichts. Ich habe auch keine Mittel am Lehnen. Ich habe Gurte. Ich habe Kopfstützen. Das ist schon mal wirklich was wert. Und ich kann meine Fenster halt manuell öffnen. Fertig. Aber was halt durch keine Ausstattung der Welt zu ersetzen ist. Also ich weiß, fass hier mal an. Ich weiß nicht, ob dein Arm so weit kommt. Ich hoffe, hier drüben vor allem. Wirklich weich. Also wie sich das nach 30 oder auch der Teppich, wie sich das nach 30 Jahren anfühlt und wie die Farben zusammenpassen. Und wenn du dann hier so ein kleines bisschen, wenn die Tür zugeht, diese Farbe, dieses Impala durchsehen kannst, oh, das macht mir persönlich sehr Freude. Oder auch, dass die Hutablage, auf der Hutablage ist übrigens dann auch das erste, oh, jetzt habe ich den Wackeldackel in Ekstase gebracht, ist auch die erste Hilfe. Und die ganze Hutablage ist auch in dem Braun gehalten. Und diese Details, dafür hast du damals Geld bezahlt und deswegen hattest du einen Mercedes. Und auch, weil wir doch alle immer sagen, die Mercedes aus der Zeit, die sind doch technisch unverwüstlich. Und ob das so ist, gucken wir jetzt mal vor. Die Motorraumentriegelung ist für den heutigen Mercedes auch eher untypisch, weil sie ist ganz an der Seite und schwarz, nicht wie bei den heutigen, weiter vorne, rot, tief versteckt. Und Tim, willst du mehr Farbtrivia haben? Bitte. Das Hämatit hatten wir ja schon, aber der wurde ja so lange gebaut in den 90er, dass es Standard ohne irgendwelche Individual-Sonderwünsche allein 51 Außenfarben gab, die man bestellen konnte. Haben wieder was gelernt. Und ganz wichtig, das haben wir vorhin vergessen, ist der Wischerarm hier vorne. Das heißt, wir haben tatsächlich einen. Es ist nicht der zweite irgendwo hier unten versteckt oder abgefallen. Es gibt immer diesen einen. Und dann hat man ja nach ein paar Jahren auch so eine Art Exzenter hier nachgerüstet, damit ich mehr Scheibenabdeckung bekomme. 86% erreicht man dann damit. Ole, ole. Und damit sind wir in der Technik. So, der Dämpfer mag natürlich die Temperatur nicht so ganz. Und dann können wir hier einmal ganz nach oben gehen. Wir sehen, was damals wichtig war, wir haben hier eine Dämmmatte und man erkennt auch hier und an dieser Lippe, dass wir quasi den Motorraum von so einer Art Komponentenbereich und dann dem Innenraum sehr abgekapselt haben. Das heißt, das Ziel war wirklich nicht das produktionsgünstigste Auto hinzukriegen, sondern die Werte, die man in den Topmodellen hatte, runterzukriegen auf ein kleineres Auto. Auf das, was man vielleicht mal in der Stadt benutzt oder was man seiner Frau gibt oder sowas. Das waren vielleicht die Vorstellungen, die man damals bei Mercedes hatte. Bekommen hat man bei sehr vielen der 190er diesen M102 Motor. Das heißt, das ist ein 4-Zylinder. Hier längs mit eingebaut und da treibt die hintere Achse an. Das heißt, man hat noch nicht irgendwelche Experimente gemacht wie Vorderradantrieb und Co., sondern man hat das, was man in großen Autos hatte, einen längs eingebauten Motor mit Hinterradantrieb. Was auch immer bedeutet, man verliert ein bisschen Raum, das Platzangebot wird nicht ideal, hat man alles übernommen in eben dieses kleinere Auto. Und dann gab es 1,8er und 2 Liter oder halt auch eben 2,3er. Und beim 2,3er denkt man, ist das dieser 2.3 16V? Nein, ist es nicht. Das heißt, es gibt den normalen 2.3er und den 16V. Und dann gibt es auch noch den 2.5er.
Also alle, die richtig, richtig Geld ausgeben wollen, können das beim 190er auch. Alles, was nicht 16V ist, ist dann eher erschwinglich und man kann das im normalen Old- und Youngtimer-Betrieb irgendwo genießen. Und da ist der 2.3er halt schon die größte Option. Wobei es dann auch noch Sechszylinder gibt. Also es gibt Vier- und Sechszylinder-Motoren grundsätzlich. Und was haben wir hier an Leistung? Das sind 136 PS. Beziehungsweise man muss immer überlegen, was habe ich für ein Baujahr? Und hat er einen Cut? Hat er eine Cut-Vorbereitung? Oder ist es das Modell ab 91? Die haben dann immer die 136 PS. Ansonsten könnten es 132 sein. Dann hat er 200 Newtonmeter und wiegt ein bisschen über 1200 Kilo. Also 1240 ist die Leergewichtsangabe. Und die meisten von denen erreichen das auch, weil sie nicht unendlich viel schwere Sonderausstattung noch mit dabei haben. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, du gehst zum Mercedes Center, bestellst dir eine neue C-Klasse und sie wiegt 1240 Kilo. Das ist ungefähr eine Tonne weniger als ein neuer C63. Also hier ist quasi ein halber C63, den wir hier stehen haben. Geschwindigkeitsmäßig kommt man auf 200, in ein bisschen über 10 Sekunden geht es von 0 auf 100. Und der Verbrauch, ja, würde man sagen, liegt realistisch irgendwo zwischen 8 und 10 Litern, je nachdem, wie man das Auto benutzt. Damals gab es ja noch keine WLTP-Angaben und Co. Und was die Technik angeht, ja, der eine sagt mal hier Zylinderkopfdichtung oder die Traggelenke halten nur 100.000 Kilometer. Aber das sind aus meiner Sicht alles eher Kleinigkeiten. Wirklich interessant ist halt einfach Rost. Und da kommt es halt drauf an, hatte das Auto ein gutes Leben und wurde gut behandelt oder eben nicht. Das heißt, da würde ich die meiste Zeit drauf verwenden, um dann danach zu schauen. Oder natürlich auch bei allen Einspritzern KE, Jetronic, was ist das denn? Also rund um die Einspritzung sollte man sich auch so einen Moment Zeit für mitnehmen, weil das einfach ins Geld gehen kann. Aber an sich ist das die Technik, die für immer hält und Freude macht. Und vor allem, es ist hier vorne noch so schön zugänglich. Also egal, ob ich jetzt sehen will, wo meine Sicherungen sind, wo meine Batterie ist, alles ist da, wo man es erwartet und man kommt auch gut ran. Oder wenn ich mal jetzt zum Beispiel hier was tauschen wollen würde. Ich meine, das hier ist die Rückseite von meinen Scheinwerfern und ich habe Platz mit meiner Hand, um etwas zu tun. Also da hat man vielleicht sogar noch damals mit an die Werkstätten gedacht. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde mit dem 2.3er und gucken auch, ob man unbedingt ein 16V hätte haben wollen. Warte Tim, du bist gleich dran. Weil bei den 16Vs ist es interessant, die Preise sind viel höher, aber der Unterschied ist auch groß. Weil ein 2.3 Liter 16V hätte einfach mal 50 PS mehr. Und das ist schon eine riesen Hausnummer. Ja, Tim. Was ist jetzt die Besonderheit mit der Hinterachse? Ja, okay. Wie außen schon kurz gesagt, hatte diese Mehrlenker oder eine Fünflenker-Hinterachse. Das heißt, es gibt die Hinterachse, du wirst jetzt ein schönes Bildchen einblenden, hat im Endeffekt fünf Lenkerelemente, die die einzelnen Richtungsbewegungen abfangen können. Und da hat man halt gesagt, okay, wir kriegen hier mehr Spurstabilität hin und wir kriegen auch einfach mehr Fahrkomfort mit in das Auto. Und die Besonderheit ist halt, dass man das komplett neu entwickelt hat und das ein sehr teures Verfahren einfach ist. Weil du könntest auch einfach sagen, Rad, 2-3 Lenker fertig, aber diese 5 Lenkerachse, das hat man auch bei vielen moderneren Autos gehabt, ist in der Produktion relativ kompliziert gewesen. So. Guck nicht so verwundert. Menschen gucken dich auch verwundert an, Tim. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal zu und können uns auch während der Fahrt gerne noch so eine Sekunde mit der Hinterachse beschäftigen. Aber da ist es schön warm. Mit voller Fahrt jetzt in den Fahreindruck. Und das ist auch ganz interessant, wir fahren jetzt 70 im fünften und das lauteste, was wir gerade hören, ist die Lüftung auf Stufe 2, einfach weil es draußen sehr kalt ist. Und das ist an sich das Beste an einem 190er aus meiner Sicht, weil wenn alle an ein Auto aus 1991 denken, denken sie an irgendeine Rumpelkiste, die anstrengend ist und irgendwas. Aber du hast einen sehr hohen Fahrwerkskomfort, es ist angenehm leise hier innen. Ich kriege jetzt auch noch schön warme Luft in dem Fall. Wäre bei einem Sommertest ohne Klima vielleicht eine andere Aussage gewesen. Aber so nichts klappert, nichts rappelt, nichts ist irgendwie anstrengend. Die Bedienkräfte sind, wie man es von dem heutigen Auto kennt. Das ist alles eine ganz entspannte Nummer. Und ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel bei 2000 Umdrehungen im fünften bin, bin ich bei so 85 sowas. Das ist völlig und selbst wenn ich meine 100 fahre auf der Landstraße. Ich höre jetzt ein bisschen Abrollgeräusch, aber ich muss sagen, das ist von der Lautstärke echt gut. Und auch hier Lenkung. Bin ich
bin ich gerade sehr positiv von angetan. Wer übrigens mehr 190er Eindrücke sehen will, wir hatten schon mal 190er gefilmt, also ich, du nicht, Tim, der war einfach die Diesel-Variante mit so einem Turbolader und du hast Gas gegeben und dann ist 3 Stunden lang nichts passiert. Das hier ist ja natürlich das Gegenteil. Benziner, Sauger. Der hängt auf der einen Seite direkt da an Gas, auf der anderen Seite bei unter 2000 Umdrehungen jetzt. Also du merkst, er will, aber da kann noch nicht diese Riesenleistung kommen. Das ist aber auch aus meiner Sicht mehr als in Ordnung. So, und dann würde ich sagen, biegen wir hier mal ab. Und das Interessante ist halt, ich habe nach vorne immer meinen Stern, der mir da auch direkt ja, weiß, wo es hingeht. Und bei diesen nicht idealen Straßen, wenn hier und da mal so eine Flicke ist, muss ich sagen, finde ich das vom Fahrwerkskomfort her sehr gut. Und man merkt halt, dass wir eine sehr moderne Hinterachse einfach mit haben. Die Konstruktion ist da, vorne ist da mehr so, ich sag mal, altbewährt. Aber das funktioniert einfach. Übersicht nach vorne ist nicht nur aufgrund des Sterns, aber sehr gut. Und auch so alle anderen Säulen sind nicht gigantisch groß. Am ehesten kann ich dann nicht abschätzen, wie lang mein Heckdeckel so wirklich ist. Aber das ist, ich sag mal, ein typisches Limousinen-Thema. Tim, wie ist es für dich als Mitfahrer eigentlich so? Also das, was mich am meisten einschränkt, ist hier der Haltegriff, wo ich immer wieder so mit dem Kopf fast dran, doch, ich komme sogar ran, den hast du nicht. Das den habe ich nicht. Und es, man muss bedenken, es ist innen kein riesiges Auto. Also man ist schon verhältnismäßig nah beisammen. Und man füllt das Auto gut aus. Also das ist heutzutage in dieser Fahrzeugklasse ein bisschen luftiger gelöst. Es ist ein etwas intimeres Fahren, aber es ist halt einfach dieser Mercedes-Gedanke zusammenkomprimiert. So, und wir haben es jetzt hier aus dem Ort rausgeschafft. Ich würde sagen, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs. Können wir auch mal so ein kleines bisschen raus beschleunigen hier quasi. Direkt hinter dem Ortsschild. Und jetzt nicht ausgedreht und Co., aber man kommt doch eigentlich recht flott auf sein Landstraßentempo. Also das war jetzt, ich werde damit garantiert nicht zum Verkehrshindernis. Wer jetzt denkt, das ist aber hier 2.3, ist doch der super sportliche. Nicht verwechseln mit einem 2.3 Liter 16V. Die ganzen Geschwindigkeitsrekorde und Co., das hat nichts mit dem normalen 2.3er zu tun. Das ist eine solide Motorisierung, die auch so bei einer mittleren Drehzahl, so 2750 Umdrehungen, dritter Gang, du gehst ins Gas und dann passiert sofort was und du kommst vorwärts. Also souverän trifft es ganz gut. Da braucht es aus meiner Sicht nicht unbedingt die Sechszylinder, die dann noch schwieriger zu finden und zu unterhalten sind. Da ist so ein M102 in Ordnung, weil wenn du jetzt halt wieder, ich könnte sogar noch mal schalten, aber fährst 75 im vierten und das ist echt angenehm. Ne? Oder? Also Geräuschkomfort ist echt gut und vor allem auch das Lenkgefühl ist echt in Ordnung. Du merkst ja, die Hinterachse macht immer sofort mit. Und das macht viel, viel Freude. Und dann würde ich sagen, haben wir vom Fahrer eigentlich das Wichtigste auch schon gesehen. Wir können uns noch mal so eine Sekunde hier. Wir nehmen jetzt leider hier 1-2 Kurven, aber wir können ja auch die 1-2 Kurven ein bisschen sportlicher mal fahren. So. So, was wir dann auch mal machen, ich würde sagen, wir bremsen jetzt gleich mal. Achtung, ein bisschen stärker. Also noch weit weg vom Regeln, da hatten wir noch alles Traktion und so. Aber das fühlt sich alles aktuell an. Ja. Also du hast jetzt nicht diese Angst, ein 30 Jahre altes Auto zu fahren. Und das macht es halt auch zu diesem Young Oldtimer Einsteigerauto, weil du kannst es dir leisten. Und es ist nicht die Riesenumstellung auf ein super altes Auto, sondern du hast das Flair, die Intimität, den Charakter von einem alten Auto mit Fahreigenschaften, die modern und handelbar sind. Ich meine, ich habe hier sogar einen Airbag, der mich im Falle des Falles beschützt. Und jetzt fahren wir hier mal eine entspannte 90 lang. Und es fühlt sich jetzt nicht oh, schnell, unsicher, irgendwie sowas, sondern ich fahre von A nach B und das macht mein Mercedes gut mit. Die Markierungen im Tacho sind es die Gänge. Ja. Der zweite Gang geht bis fast 100. Ja, ich glaube, da waren wir eben auch schon so gefühlt kurz vor. Und ich würde sagen, das ist dann auch so die fast letzte Frage, die wir beantworten. Und wir versuchen natürlich noch obligatorisch zu wenden. Und dann haben wir das fürs Fahren gesehen. Deswegen, ich muss sagen, guter Old- und Youngtimer-Einstieg. Man braucht aber auch nicht unbedingt einen 2.3er. Also wenn man zum Beispiel einen guten 2 Liter irgendwo herbekommt, ist das für dieses, ich cruise, weil ich ein cooles Auto habe,
Auch völlig in Ordnung. Der hier drückt dann auch mal im Zweifelsfall diese 1-2 km/h mehr. So, gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. So. Und dann gucken wir mal. Also hier kommen wir nicht in einem Zug rum, weil es zu eng ist. Das merke ich auch. Aber wenn ich voll einschlage, dann... Also Wendekreis ist auch gut. Aber auch da muss man halt sagen, dafür ist Mercedes bekannt, dafür einen guten Wendekreis zu haben. Die Spiegel sind übrigens nicht identisch, falls du das noch nicht aufgefallen hast. Also der hier ist rechteckig liegend, der andere eher quadratisch praktisch gut. So, und dann hast du ja aber die wichtigste Frage aller Zeiten gestellt, nämlich geht der zweite Gang dann wirklich bis knapp 100? So, keiner hinter uns, keiner vor uns, also gucken wir mal. Und wir sehen uns im Fazit. Schon vor dem Video war unsere Behauptung ja, dass das der Young und Oldtimer ist. So eine Einstiegsvariante, ein Auto, das bezahlbar ist und vor allem aber auch recht modern fährt. Und das ist auch das, was wir jetzt in dem Video gesehen haben. Du hast genügend Platz, aber nicht allzu viel. Du hast schon hier und da moderne technische Aspekte, aber viel, wo man selber Hand anlegen kann. Die Autos sind alt genug. Die Autos haben auch ein gewisses Statement rein optisch schon. Und deswegen ist das so der ideale Einstieg. Und was ich bei dem halt noch beachtlich finde, 11 Jahre lang wurden die gebaut und Mercedes hat tatsächlich immer mal reagiert und angepasst. Der Scheibenwischer hatte nicht genug Fläche, die abgedeckt wird. Ja, okay, wir verändern das. Die Sitze waren bei den ersten Modellen immer sehr schnell durchgesessen. Okay, wir bauen einfach mal andere Sitze rein. Und so hat man nach und nach diese Anpassungen gemacht. Oh, der zieht im fünften Gang nicht so gut. Alles klar, der fünfte Gang ist ab jetzt kürzer. Das heißt, man hat immer wieder so diese Anpassungen gemacht. Und deswegen sind späte 190er wie der schon ein sehr, sehr ausgereiftes Auto. Man muss halt nur den richtigen finden. Und das ist halt genauso das Thema. Ich gebe für die Anschaffung jetzt ganze 7 Punkte, wenn man sich einen nicht 16V holt. Weil dann kann man je nachdem, was man für einen Motor, für eine Laufleistung haben will, man kann mal mit 5.000 Euro losziehen oder man kann mal 10.000 Euro ausgeben. Aber das sind noch vernünftige Beträge. Alles, was mit 16V zu tun hat oder Evo oder noch besser Evo 2, also einen von 502 Stück in Schwarzblau. Nein, das macht einfach preislich keinen Spaß. Also Tim, hast du eine Idee, was sowas kostet? Nö, Claudio wollte doch auch so einen 190er AMG. Ja, den AMG. Die sind teuer, aber die Evo 2s sind teurer. Wir reden von verrückt teuer. Also von daher ist sowas echt eine vernünftige Alternative. Und halt gibt es dann auch 7, weil vieles kann man selber machen und es gibt für alles Teile. Das ist halt das Positive für einen Mercedes aus der Zeit. 1,9 Millionen Stück hergestellt. Und man muss bedenken, davon sind auch noch sehr, sehr viele in Deutschland zugelassen worden. Also da kommt man echt an etliches gut ran. Beim Platzangebot gibt es eine Handvoll, nämlich 5. Ich sitze hier vorne eigentlich ganz gut. Hinten wird es dann einen Tick enger. Und ja, diese 400 Liter Kofferraum, auch da hat man heutzutage mehr. Aber es ist halt ein intimeres Gefühl, aber es geht völlig in Ordnung. Beim Komfort gibt es eine ganze 7. Er ist auch für heutige Verhältnisse noch leise und hat ein modernes Fahrwerk. Ja, das geht alles besser, aber du hast nicht das Gefühl, eine Zeitreise um 30 Jahre zu machen. Erst wenn man sich dann wieder umschaut, die Materialien, die Farben sieht, merkt man, ja, ich bin nicht mehr im Jahr 2000. Wann kommt jetzt dieses Video? In welchem Jahr sind wir eigentlich? Sind wir 2022 oder 2023? Fragen über Fragen. Oh oh, wir müssen auf jeden Fall die Kopfwertung noch kurz durchkriegen und da gibt es den Wiederverkauf mit ganzen 8 Punkten, weil beim 190er da ist immer Bewegung drin. Es ist halt für viele der Einstieg und das Ganze ist auch leistbar. Das macht auf jeden Fall 34 Punkte für meinen Kopf und wir gucken mal, wie es mit dem Herz weitergeht. Auf jeden Fall, für das Thema Herz, da geht es ja um die Emotion. Optik, Tim. Ich finde es wirklich schön und ich finde, das hat so das Gesicht von Mercedes auch sehr lange geprägt. Mhm. Ich finde sowas auch zeitlos, also weil 30 Jahre alt sieht dieses Auto nicht aus. Okay, ich bin überrascht, dass du so positiv gestimmt Punkte bist. Darfst du geben. Ich gebe ihm ganze 8, weil das ist ein echt ein ikonisches Mercedes-Design, Sakko-Bretter mit dabei. Jetzt kann sich jeder vor seinem geistigen Auto, Auge das Auto nochmal in silber-schwarz vorstellen und als Rennwagen, dann weiß gleich jeder Bescheid, auch in diesen verschiedenen Goldtönen, die man damals hatte. Das ist echt ganz cool. Für den Fahrspaß gebe ich ihm auch ganze 6, weil das fühlt sich dynamisch an. Die Schaltung, der Motor, das funktioniert gut miteinander und die Lenkung ist besser, als ich dachte. Bei der Ausstattung gibt
gibt es dann ganz solide 3 Punkte. Und das Interessante ist halt, du hast damals dafür bezahlt, einen Mercedes zu haben. Also Verarbeitung, Materialien. Es ging nicht um Ausstattung. Du hättest doch bei anderen Herstellern damals schon für das gleiche Geld mehr Ausstattung bekommen. Aber Mercedes war halt für einfach andere Werte da. Beim Klang gibt es dann solide 6, ehrlicher Vierzylinderklang. Ist meistens laufruhiger und zurückhaltender, als man erwarten würde. Und das ist gut. Und beim Image gibt es dann nochmal ganze 8, weil es ist halt der Einstieg in diese Welt und es wird als richtiger Mercedes wahrgenommen. Bei einer A- oder B-Klasse, da könnten sich alle noch drüber streiten, ist das denn eigentlich ein Mercedes? Aber hier gibt es eigentlich keine Diskussion. Der Motor ist längst eingebaut, die hintere Achse wird angetrieben, man hat technisch aufwendige Dinge reingebracht. Das muss ein richtiger Mercedes sein. Macht auf jeden Fall nochmal 31 und in Summe dann 65 Punkte für den 1991er Mercedes 190 E2 3 Liter. Und jetzt bin ich sehr auf eure Meinung gespannt, denn unsere These ist, wenn man in diese Welt einsteigen will, ist das eine der sinnvollsten Varianten überhaupt. Eure Vorschläge sind willkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dahin mal gute Fahrt und ciao.